Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen SSO-Video. Diesmal mit dabei die liebe Tasty. Hallo! So, Tasty, verrat uns mal, was machen wir hier überhaupt? Ja, wir wollen heute ein Pferd kaufen. Habt ihr ja sicherlich schon in der Thumbnail gesehen oder im Titel gelesen, was die Niki, denke ich mal, so machen wird. Ja. Genau, ja. Auf meinem Kanal werdet ihr den Pferdekauf von mir nicht finden, weil ich habe zurzeit Probleme mit meinem Laptop. Immer wenn ich eine Aufnahme starten will, geht der aus. Deswegen, ja, könnt ihr das Video nur hier bei der lieben Niki finden. Ich dachte aber mal, ich opfer mich meiner. Ja! Damit ihr den Pferdekauf miterlebt. Ja. Pferdekauf-Videos sind ja so schrecklich. Oh ja, so schlimm. Ja, und es wird heute ein Fjordpferd, und zwar das hier in Beide. Tom, tada, tom! Also das ja, das helle, nicht das graue, das helle. Ich wollte gerade sagen, es sind nur zwei zur Auswahl. Ja, wollte gerade sagen. Ja, wir sind ja beide auch schon auf dem Fjordpferd. Und ja. Ja, guck mal, dein Fjordpferd sieht aus wie das hellere Modell von dem grauen. Und meins sieht aus wie das dunklere Modell von diesem hier. Zufall? Ich denke nicht, nein. Zufall? Oh, unwahrscheinlich. Nein. Okay, ja, das wird es auf jeden Fall sein hier. Dieses wunderschöne, ja, Palomino ist das, glaube ich. Vermuten wir. Wir haben natürlich wie immer keine Ahnung. Da steht sie schon vor. Ich kann es euch mal genauer zeigen, solange sie noch im Auswahlmodus ist und noch die Klamotten draufpackt. Ich werde es mir nicht kaufen, aber ich werde euch versuchen, hautnah mit dabei zu sein und versuchen, mit Bella euch das Pferd ein bisschen näher zu zeigen, wie die Animationen aussehen. Nur das Füttern kann ich euch mit diesem Originalpferd leider nicht zeigen. Ich habe es nämlich auch nicht im Stall. Deswegen kann ich das euch nicht zeigen. Außer vielleicht mit deinem Fjordpferd. Ja, ich kann es von mir aus nur mit meinem Fjordpferd zeigen. Nein, nicht auf den Kaufbutton. Genau. Ja, wie gesagt, ab Level 1 ist es ja kaufbar. Stärke plus 4, Disziplin plus 2, Abilität plus 1, Geschwindigkeit, Ausdauer 0. Ist natürlich kältebeständig, das ist sehr positiv. Ah, ja, genau, stimmt. Genau, ich renne mich zurzeit auch wieder sehr viel im Dino-Tal rum, wegen hier dem Rennen und die Quests und Maschinen zu verdienen. Ja. Da wuselst du immer rum, interessant. In irgendwo, nirgendwo. Ja, 850 kosten die Süßen und jetzt werde ich mir den Süßen kaufen. Oh Gott, was hatten wir gesagt? Caramel. Was mit Caramel hast du gehabt? Cream. Caramel Cream, genau. Also nee, währenddessen. Doch, Traum. Stimmt. Traum. Ah, nicht Cream. Vergiss, was ich gesagt habe. Aber Cream ist auch cool, aber ich glaube, das gibt's nicht. Also solange Bella auch nochmal das Pferd ankleidet, kann ich euch bei meinem Fjordpferd vielleicht nochmal zeigen, wie die Animationen beim Putzen aussehen. Natürlich ist nicht original das Pferd, aber es ist Generation 2. Die bewegen auch die Nüstern. 2? 3. Hilfe. Niki, was erzählst du denn da? Ich erzähl heute nur Müll, ich sehe es schon. Ich erzähl heute nur Müll. Also die können auch die neuen Klammern. Was? Gekauft. Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Pferd. Also wie ihr auch sehen könnt, sie können auch die neuen Ausrüstungsteile drauf haben. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. So. Das ist auch positiv, ja. Kann vielleicht bei meinen auch nochmal eben kurze Klamotten abziehen. Wo willst du dein Pferd präsentieren von den Gangarten her? Boah, ich denke mal, auf dem großen Reitplatz macht sich das immer gut. Welchen großen Reitplatz denn? Boah, es gibt viele. Und du gehst ja, glaube ich, immer sehr gerne da zum Druidenplatz, ne? Ja, nur... Ja, was ich immer... Nee, ich habe eine andere Idee, wo wir ungestört sind. Die Reitarena. Oh, stimmt. Da gehe ich mit den Neuesten auch gern hin. Die Kors. Wir können ja nur Klippenlieder anzeigen lassen. Stimmt. Da sind wir wirklich nur zu zweit, ne? Nice. Das ist cool. Ja, dann würde ich mal sagen, ich gehe schon mal zur Reitarena und warte auf dich. Jo, ich beeile mich. Ach, alles gut. Da ist er. Karamelltraum. Und leider können wir es nicht sehen. Der erste Moment, wie sie das Pferd berührt. Oh Gott. Wie sie es sattelt. Wie sie es aus der Box holt. Genau, das habe ich auch gerade gemacht. Ich hab das Zeug drauf gepackt und den rausgeholt. Ist ja geil.
Diese ersten paar Minuten. Wie ein neugeborenes Kind. Jetzt. Ah. Okay. So, ziehen wir ihn auch mal etwas Cremiges an. Etwas Helles. Etwas Edles. Wieso habe ich das Gefühl, dass du die peachfarbene Decke oder was Gelbes nimmst? Nee. Ich nehme Ulysses. Ich möchte es nicht so in die Länge ziehen. Weitere 3 Stunden später. nein, ich möchte es nicht. So. Okay, jetzt ziehen wir einfach mal das an. Das sieht gut aus. Ah, genau, die Frisuren können wir leider nicht zeigen, natürlich, ne? Das ist ein bisschen schade. Kann halt nur wieder bei meinem die Frisuren zeigen. Aber es ist nicht dasselbe. Okay, ich ziehe jetzt einfach das an. Das passt zwar nicht ganz so zur Jahreszeit, aber die Farben passen einfach 1:1 auf diesen Pferd. Ich find's schick. So, okay. Oh mein Gott, ich sterbe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, wir sind schon wieder vor einem Durchdrehen. Es tut mir leid. Aber wir haben noch nicht mal 22 Uhr. Das muss was heißen. Ja. Oh, das sieht echt aus. Oh mein Gott. Die Farben verschmelzen so ineinander bei dem Pferd. Das ist so cool. So, die Reitarena. Ich komme. Ich bin schon auf dem Weg. Ja. Hört man eigentlich meine Maus klicken? Nee, gerade nicht. Gott sei Dank. Ich habe mir nämlich eine neue Maus gekauft. Und die klickt ein bisschen lauter als die alte. Jetzt hat man sie gehört. Oh nein! Naja, jetzt hat man das Klicken. Gerade hat man es nicht gehört. So. Da kommt sie! Ja, und da ist... Tada! Oh. Oh mein Gott. Ich hätte eigentlich wissen müssen, dass du dieses Outfit nimmst. Wer hätte das gedacht, oder? Es passt aber auch farblich mega gut. Echt gut. Oh mein Gott, ey. Das ist Jahreszeit verfehlt, aber... Ja, das Dressur-Outfit passt eigentlich zum jetzigen Event sogar. Das Einzige, was auf Winter zutrifft, ist eben das Fell an der Seite. Das stimmt. So, aber ansonsten von Farben her, vom Outfit her, passt das jetzt eigentlich auch ganz gut rein. So. Ja gut, okay. Sollen wir uns mal zum Wildpferd machen oder wie machen wir das jetzt? Ja, ich will mal gucken. Mach dich mal zum Wildpferd und ich schau mal, ob ich so parallel neben dir herlatschen kann. Oder ob ich vom Pferd absteigen muss. So. Willst du erstmal die Stehanimation zeigen oder willst du direkt zum Laufen übergehen? Das können wir machen. Oh, die 2 Flottpferde zusammen sehen aber auch übelst süß aus. Kann man eben auch absteigen. Also generell die Idle-Animation. Also, das Fjordi ist sehr ruhig. Bewegt sich also nicht so viel. Gott sei Dank. Also, wenn ihr ein Pferd haben wollt, etwas still ist, holt euch das Fjordi. Aber wie ich gerade sehe, der hat so ein paar weiße Beinabzeichen da im Kronenrand, ganz leicht. Ganz, ganz dezent. Sieht aber gut gemacht aus. Die Schattierung ist natürlich etwas härter, aber es liegt auch daran, da eine andere, da war nicht die Lisa an den Pferden dran, sondern da hat jemand anders die Pferde gepaintet. Aber ich finde das gar nicht mehr so schlimm. Also ich finde sie... Ja, am Hals sieht es ein bisschen streifig aus, aber es geht. Und die sind... Wenn man genau hinguckt, die sind fluffig. Natürlich nicht so krass wie jetzt die Isländer, aber da kann man einfach sagen, das ist ein Sommerfjordi. Mit weniger Fluff. Aber ich stelle mich mal kurz neben deins. Da sieht man auf jeden Fall, dass man bei dir den Aalstrich richtig, richtig doll sieht. Vor allem im Schweif. Im Schweif ist es echt krass. Ja, schon bei dem ist das natürlich... Ich habe mal solche Fjordis gesehen mit diesem Creme. Gehen. Also, das ist echt krass. Da sieht man den Altstrich echt wenig. Ja. Wahnsinn. Das ist natürlich beim Malen schon krasser. Auch die Streifen in den Beinen. Das ist gar keine Streifen. Ja, ist gar keine. Stimmt.
hat überhaupt keine Streifen. Aber dafür hat meiner wieder so einen dicken weißen Rand um das Schnutzchen, was deiner auch nicht hat. Ja. Das haben ja viele Fjordpferde, ne? Ja. So ein gräuliches Mäulchen und dann noch mit so ein bisschen Weiß drin. Genau. Okay, ich versuche mal jetzt bei den Gangarten neben dir herzulatschen, damit man das vielleicht besser sehen kann. Ja, aber ich meine, wenn man dein Fjordpferd sieht, ist es ja auch egal, weil es ist ja ein und dasselbe Pferd. Ja, aber manche wollen ja nochmal wissen, dass diese Pferdefarbe so wirkt, weißt du, beim Laufen. Ja gut, das stimmt allerdings. So, okay, ich steig erstmal. Das ist so süß. Oh mein Gott, das war total gleich bei mir. Echt? Ja. Das war voll synchron gerade. Ja, es ist sehr schön. Sehr, sehr schön. Wie es so wedelt mit den Beinen und den Kopf hochhebt. Und, das ist süß. Dieser Gott, ey, wie ich gerade so sehe, dieser fluffige Schweif erst. Ich bin gerade am Ausrasten. Normale Pferdekäufen. So, rückwärts richten. Warte, ich halte nochmal kurz an. So. Das rückwärts richten. Guckt nicht nach hinten, ne? Nee. Es dreht minimal den Kopf nach links. Vielleicht bin rückwärts richten schneller als du. Was ist los? Achso, meins ist Level 1. Ja, aber es ist sehr, sehr schön. So. Wir gehen einfach mal. Möchtest du diesen wunderschönen Schritt kommentieren? Er ist langsam und schön und man nennt es Schritt. Wie machst du es denn sonst mit deinen Pferdekäufen hier? Also wirklich. Das tut mir leid. Nein. Also der Schritt sehr gelassen, der Kopf wippt ein bisschen. Ja, sieht halt sehr gelassen aus. So, oh, ich lauf dann mal, ich mach dann mal. Ja, sehr leicht. Was ich allerdings noch schöner finde, ist der Trab. Oh mein Gott, der Trab. Der ist auch schön gelassen. Oh, der ist richtig schön. Ich finde das mit so die schönste Gangart von Fjorden. Echt? Ja, so die Fußfolge, die Schrittfolge und wie der dann noch den Kopf hält. Also die Haltung ist schön. Ich find's schön. Ups, Radio. Ja, Radio. So, und nochmal ein bisschen schneller. Schneller. So, jetzt. An der Seite vernünftig treffen. Ist es schwierig, ich weiß. Aber auch sehr schön. Kopf ist schön. Schopf bewegt sich ein bisschen. Die Beine sehen hier auch sehr schön aus. Und der Schweif ist richtig schön fluffig, wie der wedelt. Ah. Ja, fluff, fluff. Total schön. Ja, wie so eine Peitsche, ne? So bam, bam, bam. Ist schon cool. So. Und mal ein bisschen schneller. Den Galopp finde ich irgendwie geil. Ich weiß auch nicht, wieso. Der ist so... Der schaukelt so. Ja. Wie ein kleines Schaukelpferdchen. Kamera seitwärts halten und irgendwie versuchen, nicht irgendwo gegen zu latschen. Ist das schon... Ah, ist sehr schwer, ja. Ich versuche die ganze Zeit ganz normal im Kreis zu laufen. Um mich am Rand zu halten. Da wirkt der Schweif von der Seite etwas steif, aber von hinten sieht er gut aus. Und der Arsch geht halt wie, Entschuldigung, der Popo. Der Popo. Der Popo? Der Popo geht halt auf, ab, auf, ab. Deswegen schaukelt das so lustig. Ja, und halt ganz schnell. Oh, herrlich. Das ist eine Den Galopp mag ich auch echt gerne. Ja. Das sieht rasant aus, aber trotzdem irgendwie ruhig. Ja, generell das Fjordpferd wirkt einfach ruhig und gelassen. Ja. Nicht wild. Sehr, sehr schön. So, und dann halten wir mal an. Ja. Auch eine sehr schöne Fellbremsung. Es bremst mit seinem Fell, genau. Ach Gott, das So, genau. Also er bricht sich nicht. Okay, es ist vorbei. Ich kann nicht mehr reden. Ja, da ist sie kaputt. Aber geht auch schon mit dem Hintern runter, ne? Ja, stimmt. Die Vorderbeine sind schön durchgestreckt, der rutscht auch ein bisschen. Die Hinterbeine sehen auch gut aus. Ja, kann man nicht meckern. Und der reißt nicht das Mäulchen auf, der macht nur so süß die Äuglein zu. Oh, ist schon süß. Was? Stimmt, der macht die Äuglein zu beim Bremsen. Ja, ne?
total süß. So, jetzt zeigt man noch das Springen. Und schön. Jetzt würde es fliegen. Niki holt sich keinen Bruch. Kameraperspektive von mir aus, da ich 6. Oh, war ja. Ah. Ja, sehr schön. Die Hinterbeine zieht er auch schön mit. Mhm. Wow. Da kann sich ja jedes Springreitpferd hier eine Scheibe von abschneiden. Meine Güte. Sieht echt gut aus. Und ganz schnell ist der Sprung gleich. Achso. Das ist... Okay. Die Paparazzi, die Leute, die filmen wollen, dem Star nicht hinterherkommen. Versuchst du mal mitzuhalten, ne? Ja. Ach ja. So, gibt es sonst noch was? Rückwärts richten, die ganzen Gangarten. Springen, steigen, stoppen. Nö. Ja, das war's eigentlich. Das war's dann schon. Ja, vielleicht noch mal das Drehen, aber das ist eher das Unspektakulärste. Ja. Ich glaube, auf dem kannst du ja nicht alle Farben draufpacken, aber du hast auch die ganzen Pastelltöne passen da auch echt gut. Stimmt. Mega gut. Ja, das ist halt wirklich eine richtig schöne Farbe. Oh mein Gott. Ja, ich bin froh. Ich habe ja, wie gesagt, jetzt mit diesem Pferd 3 Fjordpferde. Ich habe noch das, was Niki hat und das, was ihr vor dem Pferdekauf-Video gesehen habt. Diese, ich sag mal, Standardfarbe, die man eben so kennt, ja, wenn man an ein Fjordpferd denkt. Mhm. Ja, schön. Und wie viel hast du, Niki? Warte mal. Ich habe diesen Weißfalben, ich habe diesen Silberfalben, ich habe den Cremello-Falben. Und dann habe ich ja noch die Urpferde. Und, ach nee, warte mal. Und, den Standardfalben da. 6 habe ich. Okay, dass du den grauen hast, weiß ich gar nicht. Den silbernen, also nicht diesen dunkelgrauen, sondern den silbernen habe ich. Ach, den, Gott, ich hab schon. Ach ja, stimmt, ja. Wenn man die Urpferde mitzählt, dann habe ich 5. Ja, sorry. Die gibt's ja auch noch. Die sind auch voll schön. Ja, die sind aber auch beliebt, oder? Die sind echt schön. Von näher zeigen. So, dann gehen wir noch zum Friseur, weil ich möchte auf jeden Fall die Mähne ändern. Okay, ich kann halt nur meinen Friseur anbieten. Ich taste es, aber wir können das Resultat am Ende sehen. Achso, ich habe ja das Gebiet verlassen. Ja. Ja. So, wo gehen wir denn mal hin? Steve oder Steve ist zu voll? Oh, Steve ist immer so voll. Ich gehe immer gerne nach Valley. Okay, dann Valley Dalle. Walla, 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 gell? Walla, 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 gell? Walla, walla, walla. Okay, das ist immer so schnell. Alle mal Aquamala. Ich habe vor dem Video nichts genommen, ich schwöre. Genau wie Lele ihre Cola geschnüffelt hatte. Vor allem geschnüffelt. Oh mein Gott. Kohlensäurehaltige Getränke durch die Nase. Ugh. Das ist mir heute passiert, ey, weil mich Toxic zum Lachen gebracht hat. Ein Problem, ich hatte dann auch meine Nase etwas kaputt, also da war immer als Ader aufgeplatzt und dann noch Limo durch. Ah! Oha. Brand des Todes. Boah, ist das eklig. Also das ist echt unangenehm. Ja. So. Dann zur Standardmähne. Gut, die kennt halt jeder, ne? Ja, ich denke schon. Dann die zweite habe ich ja auf meinen draufgepackt. Ich auch, übrigens. Oh. Also auch auf den weißen. Den Weißfalbe. Dann auf den silbernen hatte ich, glaube ich, die dritte drauf. Das Drachenschuhe nennt man das mit Zacken. Drachenschuhe? Ja, ich glaube, das nennt man Drachenschuhe. Oh, das Fjordi hat ja noch die alten Zöpfe. Oh nein. Ach du Scheiße. Oh Gott, oh. Nee. Nee, das sieht nicht schön aus. Nee. Ich bin dafür, dass ich für die neuen Zöpfchen brauche. Oh ja, bitte. Also wenn man jetzt die neuen Zöpfchen gewöhnt ist und dann so die alten Zöpfchen auf den neuen Modellen sieht, das sieht echt furchtbar aus. Passt. Wait a minute. Gab es nicht irgendwie so solche Zöpfchen, die Stehmähne, die so ein bisschen aussahen wie Herzchen? Naja, das ist ja die ganz kurze Stehmähne. Warte mal, die sieht einfach nur für mich aus so mit... Ah, jetzt sehe ich die Herzchen. Ich habe gerade die Herzchen nicht gesehen. Mhm. Wenn man sich die Mähne kauft. Genau, wenn man sich die Mähne kauft und dann in Fotomodus geht, das sieht man das richtig gut.
Wir haben aber zu kurz die Stäbe. Ja. Ach, die ganz lange Mähne sieht bei dem aus, als wäre der nass. Ja, also, ich bin auch kein Fan von Fjordi mit langen Mähnen, ist so. Nee. Es sieht halt. Und der Schweif auch nicht. Nee. Warum kann man nicht Mähne und Schweif getrennt kaufen? Das wär's doch, ja. So, na gut, ich nehme aber eine Mähne, bei der sich nicht wirklich was ändert. Aber es trotzdem irgendwie anders aussieht. Auch mit dem dicken Streifen. Gut, bei dem sieht man das halt nicht wirklich. Oder eigentlich gar nicht. Warte mal. Boah, jetzt bin ich im Fotomodus, das können wir uns das mal genau angucken. Ja, das ist gleich wie ich. Ja, genau. Aber man sieht es halt bei dem nicht so. Vor allem von oben sieht man das eigentlich gar nicht. Es ist halt sehr cremefarbiges. Oh ja. Er hat übrigens sehr, sehr schöne Augen, so goldgelb. Warte. Ja. Mhm. Bernsteinfarben, ne? Ja, genau. Oh Gott, unsere Pferde kuscheln gerade. Ist das nicht lieblich? Warte, jetzt muss ich. Oh Gott, auch wenn es gerade. Ne, jetzt muss ich davon ein Bild machen. Das ist süß. Genau, das muss jetzt gucken. Ins Video rein. Das muss ins Video rein. Schöne Bilder. Schöne Bilder. Können wir dann nochmal ein schönes Bild für das Thumbnail machen? Ja, das könnten wir auch noch machen. Nur, wo willst du denn? Cut! Schnell's raus! Piep es aus! Ja, du weißt das. Du weißt, wie ich es nenne. Ja. Oh, die blöde Kuh vom. Sorry. Das piep ich auch raus! Ich wollte jetzt sagen, die blöde Kuh vom Friseur steht mir im Bild. Oh nee, was ist denn heute los? Das tut mir so leid. Wollen wir vielleicht mal ein schönes Schneebild machen? Also im Dinotal? Das könnten wir natürlich auch machen. Gut. Aber wollen wir vorher erstmal das Video beenden, bevor wir hier ein Fotoshooting machen? Ja, weil wenn wir dann nicht ein Fotoshooting machen, ich sag nur einmal Pandoria über eine Stunde. Waren das nicht sogar schon fast zwei? Oh Gott. Es war auf jeden Fall lange. Es war lange. Genau. So, ihr Lieben, aber ich würde mal sagen, wir verabschieden uns dann von diesem kleinen Pferdekauf-Video. Jawohl. Auf jeden Fall bei Tasty vorbei. Sie wird sich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal da vorbeigucken würdet. Ist ja auch sozusagen ihr Kaufvideo eigentlich. Könnte machen, müsste aber nicht. Ich werde das Video auf jeden Fall bei mir irgendwie verlinken. Ahnung. Ja. Genau. Aber gut, ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen Tag und wir verabschieden uns. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Life is like a hurricane here in Duckburg. Race cars, lasers, airplanes. It's a Duckburg. Might solve the mystery. Hurry, write history.